Oh ja. Ich setz mal rein. Ich will auch mal, geh mal weg, ich will auch mal. Geh mal weg, geh weg, geh auch mal, geh weg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Schein mit dem Early Boy. Early Boy, hallo. 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 Soll, ich habe gerade eine komplette Rüstung bekommen. Protection 4, Unbreaking 3, Protection... Warte mal, das ist meine Rüstung. Ha, ich habe meine Rüstung wieder. Wir fassen mal kurz den Vorgang der letzten Folge zusammen. Warum Early Boy sich so freut. Es gibt ja immer Leute, die nicht alle Folgen gucken. Also der Early Boy freut sich... Bei dir, Katana! Ja, Mann! Freut sich da, dass er sein Zeug wieder hat, weil er in der letzten Folge alles verloren hatte und ultra pissed war am Ende und mir noch nach der Aufnahme die Ohren vollgeheult hat, eine halbe Stunde. Das Problem war einfach... Die waren einfach Zombies. Ich habe die Monsterfarm halt eröffnet und hier waren halt noch so Blockaden vor, damit die nicht durchkommen. Und diese Blockaden habe ich entfernt und da standen halt mega viele Zombies hinter. Und dann kam ich hier nicht wieder rein und dann haben sie mich getötet. Dann war ich tot. Tot. So schnell geht das dann. Ja, sehr, sehr, sehr schnell. Aber ich habe meine Sachen langsam wieder. Ich sortiere jetzt mal kurz mein Inventar hier, um zu gucken, was mir noch fehlt. Meine Brote sind noch weg. Ja, oh. Oh nein. Oh, schreibt alle in die Kommentare arme Brote. Nee, das ist nicht so kreativ, wie ich es mir gedacht habe. Deine Brote, es gibt nichts Unwichtigeres als Brote. Sag mal, passen Baby-Zombies nicht normalerweise durch einen Block große Dinge zu? Doch, müssten eigentlich. Sonst machst du einen halben Block. Hallo, die Zombies können uns nicht schlagen und wir können sie klatschen. Das ist einfach so geil. Das ist so eine effektive Farm. Level 10. Level 11. Ich würde sagen, wir verwenden auch Level den 13. Keller zum Teil mit für unsere Produktion. Wir haben nichts gedroppt. Egal, mir gefällt auf jeden Fall die Farm gerade richtig geil. Richtig gut. Mir gefällt die richtig geil. Läuft bei mir. Mhm. Das Problem ist, wir brauchen noch ein Enchantment Table. Ja, den müssen wir uns aber wahrscheinlich entweder durch Zufall aus einer anderen Dimension oder so besorgen oder farmen. Ja, farmen wäre, glaube ich, eher das Story. Den Enchantment Table ist ja easy going zu bauen. Es ist einfach nur die Bücher. Stimmt allerdings. Einfach nur die Bücher, die zu viel sind. Die man organisieren muss. Geht nicht bald kaputt, meine Hose. Unbreaking 3 und Protection 3. Haben wir hier noch was ähnliches? Wo ist die Kiste hin? Was denn? Ich hatte doch gerade eine Kiste hier. Wo ist sie hin? Läuft wieder vor meiner Haustür rum. Wer? Protection 3. Ich dachte gerade, da läuft wieder vor meiner Haustür rum. Naja, keine Sorge, die dürfen dich ja jetzt nicht nochmal töten. Nee, stimmt. Also kann ich jetzt rumlaufen, wie viel ich bin. Genau. Problem ist, kann ich eigentlich hingehen jetzt und die ein bisschen ärgern, in deren Haus rumstehen und was weiß ich, wenn ich da rein kann. Weil die dürfen mich ja. Ja, sie könnten aber sagen, dass du aus ihrem Haus verschwinden sollst. Das könnten sie schon noch machen. Dann dürfen sie mich angreifen. Steht aber so nicht in den Regeln, das ist das Problem. Ja, das stimmt. Deswegen dürfte ich die ja theoretisch die ganze Zeit blockieren, dann die ganze Zeit da stehen, wo die bauen wollen. Weiß ich nicht, wie ich denke. Ja, wobei das könnte, also vor einem Schiedsgericht könnte das doch zugunsten von denen ausfallen. Null. So. Okay. Was braucht man nochmal? Wie aufwendig sind nochmal Schienen? Ich glaube, ganz schön aufwendig, oder? Weiß ich gar nicht. Nenn ihn denn jetzt? Hat doch vibriert, ich hab's ja gehört. Auf Twitter. Was denn? Was geht denn jetzt ab hier? Ja, wo wurdest du schon wieder ernannt? Ernannt vor allen Dingen. Benannt. Achso, der Diener hat mir geantwortet. Ah. Den Crash. Der hat irgendwie 600.000 Abonnenten. Oh. Läuft bei dem. Glückwunsch, kann man da nur sagen. Jetzt guck ich mal ganz kurz hier in Skype, was abgeht, weil ich habe hier jetzt seit einer Stunde nicht geguckt, was abgeht. So, wo ist denn hier die Monsterfarm? Bei der Zeit hier, ich komme jetzt runter. Ah, da ist ein Spawner, okay. Da ist nur einer. Und es ist kein Monster da. Ich zeige jetzt. Ah! Oh, oh Mann! Hier Bogen. Ne, hier kommen Brote rein, habe ich drei Platz. Ja, hab ich so erschreckt. Blöd. Wenn irgendein Zombie Brote droppt, das sind meine. Nein, der Zombie hat eine Fackel abgerissen und ich habe mich ultra erschreckt. Bleib bei dir nicht mal, Louis. Soll ich deine Waffe wieder mitbringen? Nee, ich habe gerade keinen Platz. Ich brauche einen Ort für die Schmiede.
So, die Schmelze meine ich, die Schmelze. Die können wir ja erstmal hinbauen, hinten da in dem Höhlenbereich, den ich hab da. Ja, ich überlege gerade, ob wir die nicht lieber ins Haus packen. Komm mal eben her. Ich zeig dir einfach mal, wie geil effektiv diese Farm ist. Komm mal runter. Möchtest du eigentlich deinen Hammer wieder haben? Ich habe ihn fertig repariert. Geil, ja, wäre cool. Muss ich hier hinstellen, um die Zombies anzulocken? Hier. Da. Wo? Ah. Hallo. Kommt keiner. Hallo, hier bin ich. Hier ist Frischfleisch. Hier ist der frische Balui. Nimm. Muss Fackeln hinstellen, werden die pissig. Oh, Bücher. Komm. Du bist auch ein bisschen lebensmüde, oder? Hallo? Ja, ne? Da kommt eins, da ist doch noch das Loch offen. Ja, da kommen wir aber nicht durch. Solange ein Licht ist, kommen sie nicht durch. So, guck mal, hier ist ein Zombie, der stellt sich hier hin. Wieder der, der die Fackel in der Hand Scheiß hat. Fackel dabei. Geilsten Zombies auf der Welt. Die greifen uns nicht an, ne? Kommen die nicht her hier? Die müssen normalerweise weiß ich nicht. Irgendwas hast du gemacht? Jetzt kommen sie her. Baust du das wohl zu? Die kommen da nicht durch, guckst du? Ich kann sie hier hinstellen und die gemütlich umlegen. Wieso kommen die ja nicht durch? Weil da nicht genug Platz ist. Und die ganzen Items gehen in den Dropper und wo gehen die dann hin? In die Kiste neben mir. Das ist geil, oder? Das ist geil, Balui! Episch, ja. Ich hab endlich mal eine gute Idee gehabt, du. Jawoll. Wenn uns das mal nicht ordentlich nach vorne katapultiert, dann weiß ich auch nicht. Ja, dann weiß ich auch nicht. Also wirklich, da hinten den Zombie will ich haben mit den Dia-Rüstung. Also der Keller ist mir noch zu hässlich, aber ist egal. Jetzt wir werden ihn her. Auch noch... Oh Gott, da kommen auch Skelette! Rüsten. Problem ist, die Zombies hierher zu lassen. Pau, ja, da müssen wir noch dran arbeiten. Vielleicht können wir wirklich eine Wasserstraße machen. Ja, das falls du verstehst, was ich meine. Blöd, weil die fallen da ja nicht unbedingt rein. Du musst hier einfach noch einen Moment warten und dann laufen sie schon hierher auf die Hopper. So, einen Moment. Boah. Ja. Okay. Ich bin Level 22 schon, ey. Ich hab nichts getroffen. Vielleicht siehst du es nämlich nur nicht so schnell. Hast du bei dir die Haustür jetzt eigentlich dicht gemacht? Ja, also bei mir kommt man jetzt nicht rein, ohne dass man irgendwie in einen Redstone-Schaltung benutzen müsste. Gut, weil dann also Perlaplats zählen ja auch dafür. Also wenn irgendwann die Kiste hier unten mit den ganzen Rüstungen leer ist, dann ist Kohl offen. Ja. Ist auf jeden Fall geil. Mega geil. Achso, Dena folgt mir jetzt auf Twitter, deswegen explodiert mein Handy auf einmal so. Ah. Cool. Warum auch immer deswegen mein Handy so mega am Rad dreht. Hallo, hier bin ich! Oh, ich dachte, greifst du wieder ein... Zombies an? Ja. Ich hab zwei Fire Charges. War das Skelett? Bam! Hast du das getroppt? Ne. Hallo, hier bin ich! Hallo! Zombies wollen nicht auf mich zukommen. Das ist doch schon viel besser. Jetzt bauen wir die Schmiede mitten in den Raum. Wie hast du denn ausgemessen? 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. Und die Schmiede ist 5. Also haben wir 2 zum Rand. Und dann. Hier der Standplatz. Das heißt also, hier müssen wir den. Das ist schon scheiße. Schon doof. Der Stärke-Buff ist so OP, ne? Der war leckt. Nein. Doch. Nö. Alter, das ist richtig krasse Drop gerade. Oder auch nicht? So. Heißt. Hier ein 3x3 Loch machen. Warum bin ich eigentlich so doof und mach das nicht hier mit? Ach, hier, Protection 1. Geil. So. Hey, das haben wir gleich. Jetzt sag hier. Die sind aber schon wieder in irgendeiner. Was wollten die eigentlich vorhin mit Frieden zeigen? Ich hab nichts gehabt zum Frieden zeigen. Ja. Das stimmt. Das ist nicht schwierig dann zu zeigen. 4. So, jetzt den Rahmen. Der Zombie hat mich gerade mit dem Bogen abgeballert.
2, 3. Die Frage ist, wir könnten ja hingehen und die Leute an unserer Farm beteiligen. Aber nein, nein. Warte. Mit Erlaubnis, weil die dürfen ja nicht rein. Das heißt, sie dürfen ja nur rein, während wir hier dabei sind. Nein, ich habe nein gesagt. Und dann könnten wir nämlich hingehen. Nein. Und die verkaufen, Balui. Nein. Dass wir hingehen und sagen, für das und das kannst du unsere XP-Farm für eine Folge nutzen. Nein. Also kümmert man sich richtig geil Stack Diamanten verdienen. Nein. Kann man sich nicht. Die haben doch selber alle schon sowas. Sicherheit. Ja, die haben ja alle ihre XP-Kristall. Alter, viel Level 30 verloren. Ja, ist doch nice. Aber wir kriegen wenigstens außer XP-Kristall. Also wir kriegen ja wenigstens auch noch ein bisschen selbst der Baby-Zombie kommt da nicht durch. Hä? Ich habe das jetzt wieder ein bisschen aufgegraben, damit die Zombies mehr auf mich losgehen. Und da die kommt Baby-Zombie auch nicht durch? Baby-Zombie kommt da auch nicht durch. Mach mich kaputt. Wir müssen auch normalerweise hier durchkommen. So, Steine außen rum. Hallo, kannst du mal Eisen runterbringen? Nein. Brauch aber was. Ich muss mal vergrößern hier. Die Kiste ist mir sonst gleich voll. Ich habe gerade wieder einen Gedankenfehler. Sag mal eben ruhig. Wenn das die Schmiede ist, so. Da mache ich jetzt den Rahmen drauf und darunter kommen die. Ja, doch, passt. Ich habe aber kein Eisen. Also, ist alles bei mir im Haus. Nee, in der Kiste oben habe ich das. Ja, ich habe das Inventar ab bevor. Ich muss ja erstmal was loswerden, hier was aufbauen. Sonst kann ich auch kein Eisen bringen. So, jetzt haben wir. Wir machen einfach den. Hinten können wir dicht machen, weil da müssen wir ja dran. So, dann machen wir hier seitlich den. Ich habe einfach so viele Sachen, ne? Lava-Einfüllstutzen und den Controller machen. Lava und der Controller. So. Hier noch dicht. Hallo, ich brauche gleich mal deine Unterstützung. Hier vorne, wofür? Ich würde noch gerne kurz was umbauen. 1, 2, 3. Die Teile hin. Und jetzt machen wir hier den Rest dicht. Und dann wird die Schmiede wieder laufen. Melzer, wieso sage ich aber Schmiede? So. Weiß es nicht. Theoretisch. 1, 2, 3. Und? Ein paar Steine mit herbringen. Ich brauche nur kurz deine Unterstützung, dass du Deckung geben sollst. Ich will nur ein bisschen schöner machen. Ja, das Problem ist, wie soll ich dir Deckung geben, wenn ich dann instant sterbe? Weil Balu, ich habe so geile Ideen gerade. Ich bin nicht sicher, ob ich sie hören will. Ich muss mal überlegen. Oh, wir könnten das so geil machen. Wir könnten einfach machen, dass die Zombies nicht mehr reinkommen hier. Das heißt, wenn hier mal irgendwo Rüstung rumliegt, an die wir nicht rankommen, weil der Zombie irgendwo anders gekommen ist oder die Rüstung weiter weggeflogen ist, dann drücken wir den Schalter und dann gehen die Tore zu. Und dann kommen die hier erstmal nicht mehr rein, nachdem wir alle getötet haben. Klingt auch ziemlich cool. Dafür brauchen wir 6, 12 Pisten. Ah, so ein paar nur. Warte, ich brauche so. Pisten. Ich habe auf einmal Frame-Einbruch, aber extrem. Okay, geht wieder. Jetzt baue ich dir schnell den Pattern-Tisch auf. So, Balui, als allererstes kannst du hier mal eine. Mitten hier drin? Warum nicht da oben? Was wie da oben? Weißt du, wie viel Platz man dafür noch braucht? Die müssen wir noch erhöhen irgendwann. Wir brauchen ja dafür auch noch die du brauchst eine ganze Etage für den Kram fast. Müssen wir jetzt hier nach oben kommen irgendwie. Das geht mir mega auf den Sack jedes Mal. Ja. Ich hab schon, ich hab hier Löcher in dein Dach gemacht. Guck mal, Entschuldigung. Hallo? Das geht so. Wir müssen eh die Wand hier noch weiter wegziehen und dann machen wir da einfach den Durchgang, oder? Nee. Was eine schnieke Treppe. Genau, in die Richtung. Baue ich noch weiter, tiefer einfach. So. Oh, jetzt, ich brauche ein bisschen Cobblestone, ich brauche Pisten. Haben wir irgendwo Slime? Nee. Bisher nicht. Slime haben wir. Das heißt, wir können nur zwei Pisten bauen. Ja, Slime ist bisher etwas out. Nee, das wird nicht passen. Hast du noch Slime bei dir vielleicht? Vielleicht. Musst du mal eben nach Hause gehen gucken. So. Ja, dafür haben wir doch hier schöne. Weiß ja nicht, wo du sowas hast. Ja, guck, ich habe nur ein Lager. Ich habe nicht 20 verschiedene Kisten. Ich bin da nicht so gut organisiert. Machen wir das jetzt hier. Ich würde sagen, das verschieben wir so langsam auf die nächsten Folgen. Der Balui, der kommt jetzt nochmal kurz mit runter und guckt sich mit mir nochmal die Monsterfarm an, weil das ist einfach mega geil. Ja, gerade hier ist ein Zombie. Hinter dir! Ah!
Early, Mann, bist du behindert im Kopf? Du Spaten! Komm her jetzt! Nein, jetzt erst recht nicht mehr. Warte eben. Ich will eben mein Inventar freikriegen mit dem Scheiß hier. Das ist ja ruckzuck gemacht. Du machst immer nur unproduktiven Zeug. So. Kann ich nämlich hier den Tisch, davor den. Den, ne? Genau. Stencil, daneben den Pattern Table und daneben den Crafting Table. Und daneben den Amboss. Ah, sieht aber schnieke aus, oder? Hier unsere Arbeitsecke. Die Wand könnte ein bisschen schöner sein. Und Early, da muss ich dir mal bei Gelegenheit erklären, wie diese Schmelze funktioniert, damit du das auch mal lernst. Bist du eigentlich noch da? Ja, ich habe gerade überlegt, ich habe gerade richtig effektive Monsterfarm gebaut. Ich hab die nochmal umgebaut, die sind noch effektiver als vorher jetzt. Hast du mein Schwert noch bei dir unten oder das ist oben in der Kiste? Das ist oben in der Kiste, da Rüstungskiste. So, dann kann ich mir das nämlich auch mal wiederholen. Machen wir einfach mal ein paar Folgen sehr produktiv. Hier ist überhaupt nichts in der Kiste! Wo ist es? Wo ist mein... In der Kiste unten längs, oder rechts? Wo ist mein Schwert, ehrlich? Unten rechts oder unten links, in der Kiste. Alter, hat er das einfach in die Kiste getan. Ja, wo denn sonst? Na, dann komm mal ja, her eben hier. Meine. Hier unten beenden wir dann die Folge. Ich hab nicht mehr komm her. Wir brauchen einen Kristall, der Speed gibt. Das wäre doch cool. Dann könnte man diesen ganzen Gang irgendwie schneller wegkommen. So, was willst du mir zeigen? Komm her hier, pass mal auf. Stell sie einfach nur hier hin. Alle Zombies, die spawnen, überall. Die sehen dich und kommen dann auf dich zugelaufen. Achso. Jetzt also stellst du hier am Rand der Kiste, stehst hier einfach ein bisschen auf. Boah, guck dir den Giant Zombie an, Alter. Oh, ja. Gieß einfach rein. Ich will auch mal, geh mal weg. Muss aber wirklich an den Rand stellen, an die Kante vorne. Sonst könnt ihr dich nämlich schlagen. Und einfach da stehen und warten. Kantiger geht's nicht. Ja, klar. Kommt doch, hallo. Hallo, Admin, Haus brennt. Das ist einfach so geil, ne? Feuer, da kommt ein Burning-Zombie, kommt da. Muss halt nur aufpassen bei einem Fishing-Zombie. Wobei man den ja auch eigentlich inzwischen auch ohne Probleme. Mit dem Stärke-Buff töten wir den ohne Probleme. Hoffentlich. Schade, dass XP-Bubbles nicht in die Kisten gehen, oder? Ja, wieso? Du sammelst ja sowieso ein. Das ist eine geile Farm. Ohne Witz. Hat Early eine gute Idee gehabt oder hat Early eine gute Idee gehabt, wa? Ja, ja? Ich bin sehr stolz auf dich. Pass auf, ich will denn hier links in den Gang und rechts in den Gang, dass wir die Pistons machen, dass die von oben und unten zugehen. Und dann will ich hier geradeaus, wo du die Säule da hinten hast, will ich komplett aufmachen, weil da hängen nämlich die ganzen Spinnen, dass die da auch durchkommen. Ah ja, aber Spinnen können auch durch diese dünnen Dinger durch, das ist nicht so schön, aber... Nein, da können sie nicht durch. Die können höchstens hier durch. Bloß das kriegt man auch noch irgendwie zu. Dann müsste man einfach nur... machen wir da Gatter oder so, oder? Ja, man muss hier einfach nur rechts und links ein Gatter machen, dass einer offen ist und dann kommen die ja trotzdem noch durch. Aber hier unten passen sie nicht durch. Ah! Ja, da gezündet, okay. Ja. Ja? Krass. Gut, liebe Leute, der war Louis. Man kommt nicht an alle XP-Bubbles, ne? Das ist nicht so optimal, aber gut. Die kommen ja irgendwann automatisch. Hier ist nicht ein XP-Bubble. Guck mal, da kommt ein Zombie, der eine Fackel in der Hand hat. Ah, ne, mit goldener Rüstung. Nein, aber es ist... Ach, da. Nein. Ahaha, da hast du richtig geil gemacht, ehrlich. Ich bin sehr stolz auf dich. Ey, du Blöder, komm hier auf die Dropper. Hopper. Mopper. Jetzt machen wir nur noch in der Chat. Protection 2 am Breaking 2. Das ist ja alles. Feather Falling 2, Protection Break. Unbreaking. Alter Schwede. Also theoretisch könnte ich mit meiner Rüstung halbwegs nur dort versuchen umzuklatschen. Na, das glaube ich jetzt nicht. Der braucht mehr Schläge für mich. Ich habe überall Protection 3 bis 4 drauf. Aber wenn der weiter so macht. Naja, okay. Auf jeden Fall würde ich sagen, beenden wir die Folge an dieser Stelle. Die war ja äußerst produktiv. Wir haben viel geschafft. Oh die ja, Schmelz ist bei Early und die haben eine richtig geile XP-Farm. Mob-Farm. XP-Farm ist es ja gar nicht mehr so in dem Sinne. Aber wenn wir hier noch ein XP-Kristall hinkriegen, dann ist... Wow, was ist das denn für ein Giant-Zombie? Lass das Schwert hier! Aua. Hat das Schwert nicht gedroppt, leider. Das wäre zu schön gewesen, ne? Ja, oh, da ist aber jetzt Ausrüstung leider nicht in dem... Wir müssen das noch erhöhen, verbreitern, Early. Wir brauchen Looting auf unseren Schwertern. Yo, das wär's noch.
Und wir müssen vor allen Dingen hier, siehst du die, da sind ein paar Items, die noch nicht rüberkommen. Deswegen ja mit dem Schalter. Wir brauchen ein paar, dass die Sachen auch noch hier rüber. Gut, das ist ein Lederhelm, aber was soll's. Ja, oh, notfalls kannst du ja da durch. Du musst nur den einen Block da wieder hinsetzen. Jo, okay, cool. So, super. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge an der Stelle und hoffentlich schaltet ihr auch dann beim nächsten Mal ein, wenn wir weiterhin so produktiv sind. Genau, sieht aus. Kommt nicht drauf, da ist das Schwert, das feiere ich nämlich. Gerade. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Däumchen nach oben, sind froh. Haut rein. Tschüss. Au! Oh, scheiße! Er schießt mich ab! Warte, den töte ich noch! Wir sind das einzige Problem, diese scheiß Zombies hier. So, haut da rein!